Frischer Wind für die bayerische Landespolitik. Das ist das Ziel der Freie Wähler Landtagsfraktion. Auf der Frühjahrsklausur im Nürnberger Land machte Fraktionschef Hubert Aiwanger deutlich, warum im Freistaat dringend neuer politischer Schwung nötig sei. Es ist aus Sicht der Freien Wähler nicht mehr erträglich, wie dieser Freistaat derzeit regiert wird. Ständig rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Jetzt die jüngste Offensive von Herrn Seehofer, wieder einen Bürgerentscheid zum Thema dritte Startbahn anzuleiern. Parteiintern wird ihm dafür die Klage angedroht. Er droht der Frau Merkel zu klagen, schickt Briefe nach Berlin, bekommt 3 Monate keine Antwort. Wenn die Antwort da ist, sagt er wieder, interessiert mich nicht. Insbesondere bei den umstrittenen Freihandelsabkommen zeige sich, dass die Staatsregierung keine klare Linie verfolge. Aiwanger fordert den Ministerpräsidenten auf, die CSU endlich auf Anti-TTIP-Kurs zu bringen. Also wir Freien Wähler haben Recht behalten mit unserer Kritik an CETA und TTIP. Es zeigt sich, dass das Handelsabkommen sind, die völlig an den Interessen der Demokratie und der Bürger vorbeilaufen. Dass wir hier jetzt feststellen, dass die Amerikaner offensichtlich deutlich mehr Druck ausgeübt haben, auch Richtung Agrarpolitik, hier ihre ungesunden Lebensmittel bei uns absetzen zu wollen, das war uns von Anfang an klar, es hat uns keiner geglaubt. Aber jetzt sieht man, wir dürfen diese Abkommen so nicht mehr länger verhandeln, so nicht mehr länger akzeptieren. Die Verhandlungen zu den geplanten Freihandelsabkommen müssten sofort gestoppt werden, erklärt Aiwanger. Ein weiterer Schwerpunkt der Klausurtagung war die flächendeckende Versorgung mit Ärzten in Bayern. Dem gastgebenden Abgeordneten Professor Dr. Peter Bauer ist insbesondere die Notarztversorgung ein Anliegen. Beim Besuch der Rettungswache in Hersbruck wurde deutlich, das bayerische Rettungswesen stehe gerade im ländlichen Raum vor großen Herausforderungen. Es gibt also zu wenig Rettungsärzte. Das heißt, dass also der Einsatzbereich sehr weit ist. Das bedeutet aber auch, dass die Rettungszeiten länger sind als in der Stadt. Und das ist ja allgemein bekannt oder sollte man sich immer wieder vorstellen. Jede Minute zählt, Leben zu retten. Es ist ja halt der Unterschied, ob ich einen, der einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt erlitten hat, ob ich den nach 3 Minuten versorgen kann oder nach 15 Minuten. Notärzte leisten herausragende Arbeit. Dennoch werden sie laut Bauer derzeit mit einer Tagespauschale von 70 Euro abgespeist. Die Freien Wähler wollen sich im Bayerischen Landtag daher weiterhin für die Helfergleichstellung einsetzen. Das Thema der Zukunft sei die drohende Altersarmut für viele Menschen im Freistaat, erklärt Bauer. Der pflegepolitische Sprecher fordert eine grundlegende Reform der Rentenversicherung. Und Bauer sieht noch weiteren dringenden Handlungsbedarf. Bei gleicher Qualifikation verdienen Frauen in Bayern noch nach wie vor 27% weniger als Männer. Das darf es nicht geben. Wir fordern einfach klare Verhältnisse bei gleicher Qualifikation, müssen Männer und Frauen den gleichen Lohn erhalten. Um der Armut im Alter vorzubeugen, dürfe das Rentenniveau keinesfalls weiter sinken, fordert Bauer. Das aktuelle Rentensystem zeige, dass es noch viele Stellschrauben gibt, an denen gedreht werden muss. Und diese wollen die Freien Wähler schnellstens in Angriff nehmen.